Ich wollte ja ein Video zur Einschätzung der aktuellen Situation machen. Aktuelle Situation ist gut. Meiner Meinung nach sind wir mitten in einer Krise. Zuerst einmal, wenn man so eine Einschätzung treffen will, dann muss man sich umfassender informieren. Nicht nur aus den Mainstream-Medien. Muss man sich auch mal Verschwörungstheorien antun, die vielleicht gar keine sind. Einige Dinge schließe ich aber von vornherein aus. Wenn zum Beispiel geschrieben wird, durch eine Mund-Nasen-Bedeckung wird der CO2-Gehalt in der Lunge erhöht. Denk nach, das Volumen, das zwischen Atemmaske und Gesicht bleibt, sind wenige Kubikzentimeter, in denen CO2 stehen bleiben könnte. Und die Ausatemluft ist ja nicht nur CO2, sonst könnte man auch niemanden Mund zu Mund beatmen. So. Das Lungenvolumen eines Menschen als Erwachsener liegt zwischen 4 und 5 Liter. Jetzt machen da 4 oder 5 Milliliter stehende Luft aus. Das ist kein Argument. Die meisten Prepper, die ich kenne, ich auch, sind relativ unpolitisch. Uns interessiert nicht, welche Partei oder wer etwas gesagt hat, sondern was gesagt wurde. Denn das ist das, was wir bewerten müssen. Dabei stütze ich mich neben den Mainstream-Medien, alternativen Medien, auch auf Berichte aus erster Hand. Ich arbeite selbst an einem Krankenhaus, an einem Klinikum und habe sehr gute Kontakte zur Pflege. Zu vielen Leuten in der Pflege und wir haben auch Covid-Patienten sowohl auf Station als auch auf Intensiv. Dann habe ich Freunde in verschiedensten Positionen, gute Freunde, manche im Labors, die Covid-Testung durchführen, manche beim Militär, die dort einen höheren Rang begleiten, also Offiziersränge, bei der Polizei, die mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit natürlich das eine oder andere erzählen. Das ziehe ich in meine Bewertung ein und das müsst ihr auch tun. Ihr müsst euch, um eine Lage wirklich beurteilen zu können, umfassend informieren. Es hilft nichts, wenn ihr euch nur an einer Seite orientiert. Eigentlich sollte oder wollte ich dieses Video alles in einem Video abhandeln. Das wird mir nicht gelingen. Warum? Es geht nicht nur um die Pandemie als solches, also um den medizinischen Bereich, sondern es geht auch um die wirtschaftlichen Faktoren und die sozialen Faktoren. Da ich zu jedem mindestens 10 Minuten zusammenbringen werde und eine halbe Stunde dann ein bisschen viel ist am Stück, werde ich wohl 3 Teile machen. Ich sitze hier in einer schönen Parkanlage, nicht weit von meinem Heim entfernt, zu Fuß vielleicht 3-4 Minuten. Ja, warum sitze ich hier? Es ist heute der erste Tag, in dem es nicht mehr regnet und trübe ist und ich wollte nicht so weit laufen. Ja, da kann man auch nicht so gut reden, wenn ich unterwegs bin und laufe. Und ich wackel dann auch zu sehr mit meiner Kamera. Als Kamera verwende ich nur ein Handy. Normalerweise bewerte ich auch nur das, was für mich relevant ist. Also wenn es um Deutschland geht oder um den Bereich geht, in dem ich lebe, um den Landkreis. Allerdings gibt es auch Faktoren, wo andere Länder mit betrachtet werden müssen. Denn wir haben ja einen globalen Handel, ein globales System mittlerweile. Und gerade auch in den Finanzmärkten spielen andere Länder wie die USA und so weiter eine große Rolle. Fällt in der USA das Aktiengeschehen, zieht es meistens auch den DAX mit runter. Ja, alles hat Zeiteffekte. Aber hauptsächlich fokussiere ich mich natürlich auf alles, was mit und um Deutschland passiert. Okay, zu behaupten, die Pandemie existiere nicht. Was ja viele tun. Oder sie hätte auch nie existiert. Und sie würde momentan nicht mehr existieren. Da muss ich leider widersprechen. Klar, das Ansteckungsrisiko mag im Moment in Deutschland zumindest gering sein. Wie ein Vierer mit Zusatzzahl im Lotto. Aber ich würde sagen euch nur, wie viele Leute im Monat, nein, in der Woche, einen Sechser im Lotto haben, einen Fünfer mit Zusatzzahl, einen Vierer mit Zusatzzahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jemand begegnet, ist gering, aber sie ist da. Das sieht man über Deutschland hinweg, ins Ausland. Da sind die Fallzahlen wesentlich größer.
neben den Infizierten natürlich auch die Sterberate. Gut, das kann auch daran liegen, dass in diesen Ländern ja wesentlich mehr Leute wohnen. Schaut man sich die gesamte USA an, die haben wesentlich mehr Einwohner als Deutschland. Und Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Ich weiß nicht, wie viel die USA hat, aber Indien zum Beispiel, da brauche ich gar nicht davon reden. Dennoch, ja, es ist ein ernstes Thema. Der Virus ist existent und er mutiert bis jetzt schon ungefähr 12.000 Mal oder mehr. Und wohin sich die Mutation entwickelt, wie schlimm er wird oder wie wenig schlimmer wird, weiß man nicht. Im Moment ist eines klar, wenn jemand erkrankt und den Virus hat, die Erkrankung hat, dann durchlaufen die 80% ohne wesentliche Symptome. Wir haben in unserer Bekanntschaft eine Familie, wo die Mutter von zwei Kindern, krank geworden ist mit dem Virus. Und sie hat 6 Wochen auf der Nase gelegen und in der Zeit 12 Kilo abgenommen. Also so einfach und spurlos aneinander, an einem vorbei geht das Ganze nicht. 12 Kilo ist eine ganze Menge, sie war eh schon relativ schlank und ich würde sagen, im Moment sieht sie alles andere als gesund aus. Was komisch ist, sie hat weiterhin mit ihrer Familie zusammengelebt, hat weder ihren Mann noch ihre Kinder angesteckt. Die waren nie positiv, sind auch nie positiv getestet worden. Als Prepper hört man ja sehr viel. Man hört, die Infektionszahlen gehen hoch, aber die Sterberate bleibt eigentlich gleich. Von falsch positiven ist die Rede, von den Tests, die PCR-Tests haben eigentlich keine Zulassung. Das muss alles sein. Aber als Prepper muss man einfach, ich würde mich als optimistischen Pessimist bezeichnen, muss man immer das Schlimmste annehmen, um dann, wenn es nicht so schlimm kommt, zu lächeln. Und so ist es auch bei dem Virus. Es spielt für mich ja keine Rolle, ob ich eine doofe Maske trage. Die stört mich nicht, wenn ich draußen bin. Wenn ich mit Fremden zusammenkomme, da halte ich eh Abstand. Ich mag eh nicht zu nah an Leute rangehen. Mein Sicherheitsempfinden sind so 1,5–2 Meter Distanz, da ist es okay, da fühle ich mich auch wohl. Ja, wenn ich mit Freunden oder Familie zusammen bin, klar, dann rückt man näher zusammen, dann verzichtet man auch mal auf die Maske. Aber das ist aber ganz was anderes. Das ist überschaubar. Das ist nicht wie, wenn ich jeden Tag mit dem Bus in die Arbeit fahre und das mache ich jetzt seit fast 10 Jahren. Da hat man natürlich viele Möglichkeiten, sowohl durch die Ausatmung von Leuten, durch Niesen, durch Husten, aber auch durch Kontakte mit den Händen, mit Oberflächen, mit den Haltegriffen etc. sich zumindest den Virus anzueignen. Ob man sich jetzt dran ansteckt, ist eine andere Geschichte. Was stört es mich, wenn ich mir ab und zu die Hände desinfiziere? Kommt das Argument, ja, Desinfektionsmittel ist teuer. Das ist kein Argument. In den öffentlichen Bauten, öffentlichen Gebäuden, in den Bussen, überall hängen kostenlose Spender. Da kann man sich immer zwischendurch mal die Hände desinfizieren. Oder man kann sich eine kleine Flasche selbst mitnehmen. Oder man macht sie sich selbst. Dazu gibt es Anleitungen. Selbstgemacht aus Brennspiritus, ein bisschen Wasserstoffperoxid und Glycerin kriegt man ein sehr, sehr gutes Hautdesinfektionsmittel, das wirksam ist und das für unter 3 Euro den Liter. Klar, der Abstand, den die Leute einhalten, gut, mich stört es nicht so sehr, der führt schon zu einem sozialen Problem. Es ist eine Distanz, es ist wie eine Mauer zwischen den Leuten. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. Ja, jetzt hat man die AHA-Regel ja um ein C und ein L erweitert. C wie Corona-App. Es wird empfohlen, dass sich jeder diese App installiert. Nein, ich tue es nicht. Man hat gesehen, wie viele Pannen jetzt schon passiert sind, dass diese App nicht zuverlässig funktioniert hat. Die angeblichen anonymen Daten, das kann keiner belegen und beweisen, ob die wirklich anonym sind. Ich kann es zumindest nicht. Nachdem zusätzlich zu dieser App auch noch Standarddaten erfasst werden, über Google und über den Standort natürlich dann auch eine Verknüpfung zur Person gemacht werden kann, will ich das nicht. Wir haben ein Handy, da ist diese Corona-App installiert, das sage ich auch offen und ehrlich. Das liegt immer zu Hause, da sind ein paar Kontakte drauf, weil ich das ab und zu mal mitnehme in die Arbeit.
Es hat keine SIM-Karte und funktioniert nur zu Hause bei mir mit WLAN. Warum habe ich das? Weil wir anfangs gedacht haben, es könnte passieren, dass man nur noch mit dieser doofen App einkaufen gehen darf. Restriktionen, wenn man sie nicht hat. Was kommt vielleicht noch? Das L, belüften. Wer lüftet denn zu Hause gar nicht? Ich sehe auch keinen Sinn darin, zu lüften. Wie gesagt, wir haben eine Bekannte, die war positiv und hat ihre Familie nicht angesteckt. Im Büro lüften, okay. Ja, da sitzt man zu viert, zu fünf, zu sechst. Da macht Lüften vielleicht mehr Sinn. Schon ein deshalb, weil die Temperaturen immer mal wieder über die 24, 25, 26 Grad hinausgehen. So, zu einem Fazit, das ich für mich jetzt ziehe. Und ich sage für mich, weil jeder muss sich selbst informieren. Jeder muss selbst seine Schlüsse ziehen. Jeder muss selbst nachdenken lernen. Denken lernen, das haben wir oder viele von uns total vergessen und verlernt. Da muss ich Sachen betrachten. Und lieber nehme ich mal den schlimmsten Fall in jedem Sache, die ich sehe, an. Dass die Maske lungenschädigend sein könnte. Ja gut, okay. Das vielleicht eher nicht. Dennoch, es ist so, das Fazit für mich ist, es stört mich nicht, die Maske zu tragen. Ich bin auf der sicheren Seite. Und wenn es nur 1-2% bringt, mit denen ich weniger andere anstecke oder mit denen ich angesteckt werde. Händedesinfektion, Hände waschen tue ich auch nur in der Früh und abends. Unterwegs habe ich ja meistens keine Möglichkeit, kein Wasser. Aber ich habe immer eine kleine Flasche Händedesinfektionsmittel dabei oder wenn ich Bus fahre, da sind solche Spender. Immer wenn ich aussteige, nehme ich eine Handvoll, desinfiziere mir die Hände. Was schadet es mir? Nichts. Ich bin auf der sicheren Seite. Abstand regeln. Wie gesagt, ich bin eh niemand, der den anderen Leuten zu nahe sitzt. Und selbst heute sitze ich nicht auf dem Schoß. Wir halten einen gesundes Maß an Abstand. Keine 2 Meter, keine 1,50 Meter, vielleicht mal 1 Meter oder ja. Aber das sind ja auch Bekannte, die man benennen könnte, sollte eine Infektion auftreten. Die Corona-App guckt nicht auf mein normales Handy. Ich sehe es auch mit anderen Dingen so, wenn man jetzt, zum Beispiel, jetzt gibt es ja die neue Verordnung, wenn man irgendwo essen geht und seinen Namen nicht richtig angibt, dann wird der Wirt bestraft, weil die Personalien nicht stimmen. Wie soll er die denn feststellen? Das funktioniert ja gar nicht. Er kann ja von mir noch nicht bei dem Personalausweis fordern, das darf nur das Ordnungsamt oder die Polizei. So. Aber mir ist es auch schon passiert, ich sitze da, wir sind auch mal essen gegangen und dann geht diese Liste rum und da steht schon Namen drauf. Also wir haben eine Liste bekommen, da standen schon ungefähr 8-9 Namen drauf. Nicht nur die Namen, auch die Anschrift und natürlich die Telefonnummer. Jeder kann sich dann im Prinzip das abschreiben oder merken, was da drauf steht. Zudem sind 87.000 dieser Einträge, die eine größere Kette gesammelt hat, und eigentlich schon längst gelöscht haben sollte, geleakt worden bzw. gehackt worden. Mir ist das Ganze zu unsicher. Lieber gehen wir gar nicht mehr essen, bevor ich so etwas hinnehme. Datenschutz ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, was für mich negative Folgen hätte. Aber ich will doch nicht, dass jeder alles über mich weiß. Und schon gar nicht Firmen. Als Prepper geht man lieber auf Nummer sicher. Urteilt die Lage und sieht Risiken. Oder man sieht sie auch vielleicht nicht. Vielleicht habe ich auch nicht alle Risiken gesehen. Durchaus möglich. Wenn das so ist, schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber ich versuche halt, mich auf das Schlimmste einzustellen. Um mir zu überlegen, was kann ich dagegen tun. Und das mache ich dann auch. Zum Beispiel würde ich jetzt früher nicht auf Demos gegangen oder auf Konzerte. Würde ich heute nicht mehr auf Demos gehen oder auf Konzerte gehen. Warum? Nicht allein wegen dem Risiko der Pandemie. Nein, da gibt es noch ganz andere Risiken, glaubt es mir. Ein Thema, das zur jetzigen Gefährdungsanalyse gar nicht so richtig bewertet werden kann, ist das Thema Impfstoff. Impfstoff gegen die Pandemie, denn ohne Impfstoff wird man sie nicht besiegen, so sagt man. Da wird von Impfstoff geredet. Von Impfstoffen, die noch nie erprobt wurden. Es handelt sich um mRNA oder Vektorimpfstoffe. Das sind völlig neue Mechanismen der Impfung, die noch nie erprobt wurden. Ich habe gestern eine Reportage gesehen,
da wurde dieser Impfstoff, der jetzt in der zweiten Phase ist, als sicher und unbedenklich präsentiert. Ein paar Tage zuvor habe ich über das Klinikum mitbekommen, dass es mehrere Fälle, zwei Fälle, drei Fälle, man weiß es nicht genau, es wurde dann auch gleich wieder rausgenommen, von schweren Nebenwirkungen bei dieser Impfung gab. Namentlich bei einer Frau. Ein Fall soll wohl eine Rückenmarksentzündung aufgetreten sein, die lebensbedrohlich ist. Wie man dann noch von einer unbedenklichen, sicheren Impfung sprechen kann, ich verstehe es nicht. Es gibt viele Leute, die gut recherchiert haben, die man jetzt durch den Dreck zieht. Und die wenigsten Nebenwirkungen sind die, dass die Leute wie bei einer Grippe für mehrere Wochen auf der Nase liegen. Mit hohem Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit. Ja, das ist die eine Seite. Bei uns im Klinikum sind viele der Pfleger der Meinung, dass dieser Impfstoff zu einem Multiorganversagen führen könnte, weil es zu einer Autoimmunreaktion kommen kann. Das ist wohl die schlimmste Befürchtung, die die Leute haben. Und bei uns, viele Pfleger und Schwestern würden sich nicht impfen lassen. Die sagen alle, wir warten dann lieber noch 2-3 Jahre und dann überlegen wir uns, ob wir das wirklich machen. Wenn man weiß, dass ein Impfstoff normalerweise die Langzeitnebenwirkungen in einer Beurteilung erfolgt, die über Jahre betrachtet und beobachtet wird, und das wird jetzt in Monaten abgewickelt, in wenigen Monaten, nicht mehr 8 Monaten, da muss man sich fragen, wie sicher kann so ein Impfstoff sein? Ein guter Freund in einem Labor, der diese Covid-Tests macht, die haben auch nach den Patienten, die eindeutig positiv waren, entlassen wurden, diese wöchentlich einbestellt, ihr Blut entnommen und auf Antikörper getestet. Bei allen diesen Patienten waren nach 5 bis 6 Wochen keine Antikörper mehr zu finden. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine Impfung auch keine lange Immunität gewährleisten wird. Dann will man sich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr erneut impfen lassen mit den gleichen Nebenwirkungen. Das Risiko für mich, für meine Familie, wir werden das nicht tun. Erstmal nicht tun. Wir werden schauen, wie es sich entwickelt. Sollte es sich negativ entwickeln, dann werden wir das auch ganz lassen. Sollte ein Impfzwang kommen oder ein indirekter Impfzwang über die Androhung, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist jetzt schon teilweise so, dass die Kinder nicht mehr in die Schule dürfen, wenn sie keine aktive Masernimpfung haben. Ja, wenn wir dann jedes Mal diese Nebenwirkungen haben, selbst wenn ein Impfstoff, der jetzt kommt, nur eine Sterbequote von 1% hätte, 1% von über 80 Millionen Bundesbürgern, dann reden wir von 80.000 Toten. Momentan haben wir Leute, die mit oder an Covid gestorben sind, knapp 10.000. Wenn die Quote der Nebenwirkungen bei nur 3% liegt, der schweren Nebenwirkungen, der Langzeitnebenwirkungen, der Langzeitimpfschäden, dann reden wir über Hunderttausende. Ich weiß nicht, wie das die Regierung verantworten will, wenn sie das wirklich als Zwangsimpfung unter die Leute bringt oder eben über indirekten Impfzwang. Ich habe ja auch eine Videoreihe gemacht unter Simulation, wo ich genau das simuliere, wo ich sage, ich lasse mich nicht impfen und wo mein Arbeitgeber mich letztendlich rausschmeißt und die Konsequenz, die daraus erfolgt. In diesem Video lassen sich meine Kinder impfen. Ja, schaut es euch an. Es ist ganz interessant zu sehen und durchzuspielen, was denn passieren könnte und wie es dann weitergeht. Wenn man das nicht selbst mal durchgespielt hat, dann weiß man es nicht. Man stellt sich das immer viel einfacher vor, als es dann tatsächlich in der praktischen Umsetzung ist. Aber auch zum Thema Impfungen. Ihr müsst euch selbst informieren. Mit möglichst vielen Quellen. Und selbst eine Entscheidung für euch treffen. Ich bin kein Impfgegner. Gegen Tetanus, Hundstark, Krampf etc. bin ich auch geimpft. Eine Impfung würde ich gerne bekommen, die gegen FSME, die darf ich nicht mehr, weil ich diese Blutverdünner nehme.
Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr macht. Lasst ihr euch impfen, wenn es soweit ist, lasst ihr euch nicht impfen. Wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann zieht es raus. Ihr könnt sagen, ihr seid krank, wie bei der Meningitis-Impfung. Wenn man die kriegt und man ist krank, ist das Sterberisiko sehr hoch. Weiß jeder Student im dritten Ausbildungsjahr zum Arzt, dass das eigentlich nicht gemacht werden sollte und darf. Versucht es so lange wie möglich rauszuziehen. Ich weiß, es ist schwierig dann. Irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und da müsst ihr selbst entscheiden, was ihr macht. Ob ihr dem Druck nachgibt, denn der Druck wird groß werden, wenn es soweit ist. Oder nicht. Heute auch erst gelesen, die Lehrer sollen sich doch als erstes impfen lassen. Tja, ob die das so toll finden, ich weiß es nicht. Denn der eine Punkt, nämlich die Pandemie, die medizinischen Folgen, medizinischen Auswirkungen, da sehe ich keine weiteren Punkte. Im Moment nicht. Natürlich ändert sich die Lage täglich. Neue Informationen, die man kriegt, neue Sachen, die man erfährt. Das ist ein Thema, da muss jeder selbst wissen, wie weit er geht und wie ernst er das nimmt. Und was er auf sich nehmen will und was nicht. Im zweiten und nächsten Teil geht es mir um die wirtschaftliche Komponente. Denn da tut sich sehr viel und da wird sich noch sehr viel tun. Und das wird auch sicherlich etwas länger werden. Im dritten Teil will ich dann die soziale Komponente der momentanen Krise etwas analysieren. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Ihr kennt ja meine Einstellung zum Daumen hoch und zum Abonnieren, wenn ihr schon meine Videos gesehen habt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal vielleicht.